Man lernt sich besser kennen und schafft es auch, sich persönlich weiterzuentwickeln. Meine größte Errungenschaft auf persönlicher Ebene würde ich sagen, dass mir meine Entscheidungsunfreudigkeit genommen wurde, was ich davor als vielleicht Schwäche von mir bezeichnet hätte. Also du wirst nicht verglichen mit anderen Kandidaten. Wenn du gut reinpasst, wirst du genommen. Früher war ich eher so in Richtung Perfektionist. Jetzt bin ich eher so in dem Modus, einfach mal machen, ausprobieren. Bei Amazon gibt es gemeinnützige Initiativen, die man machen kann. Dort hatte ich zum Beispiel schon die Möglichkeit, Hygieneprodukte für Flüchtlinge aus der Ukraine zusammenzupacken mit Kollegen. Als die Kinder in München angekommen sind, haben wir Spenden gesammelt in Form von Spielzeug. Auch Nachhaltigkeit spielt definitiv eine Rolle, dass man mit seinen Vendoren zum Beispiel auch zusammenarbeitet. Jeder hat ja seine eigenen beruflichen Ziele. Dort wird man bestmöglich unterstützt. Man hat auch als Praktikant die Möglichkeit, überall reinzuschnuppern und man wird auch als komplett voll wahrgenommen. Das war noch nie so international oder divers wie hier, muss ich sagen. Menschen kennenzulernen, das ist mir sehr, sehr wichtig, aber gleichzeitig natürlich auch Freundschaften zu schließen. Es fühlt sich manchmal an, als würde man einfach mit Freunden seinem professionellen Job nachgehen. Natürlich geht es darum, Ergebnisse zu liefern, aber der Weg dorthin ist sehr, sehr flexibel. Ich kann jederzeit die Laufschuhe packen und mal mich für eine Stunde ausloggen, um den Kopf frei zu bekommen. Bei Amazon lernst du innerhalb von kürzester Zeit unterschiedliche Geschäftsbereiche kennen, neue Perspektiven. Viele Freiheiten bedeuten auch viel Verantwortung und damit muss man umgehen können. Und wenn nicht, dann muss man damit umgehen lernen.